So, zwei Genestealer. Sonst in der Richtung keine Gegner. Okay, das heißt, du gehst. Nein. Du gehst in Overwatch. Du gehst auch in Overwatch. Nur zur Sicherheit. Ich will keinen verlieren. Ja, die hier können sich frei bewegen. Denn hier oben ist ja wie gesagt gar nichts. Das ist gut so. Das heißt, ihr könnt dahin. Dahin. Ich habe das Bedürfnis, mit ihm hier nach oben zu gehen. Das wollte ich, glaube ich, eh machen. Aber auch, damit der Flammenwerfer irgendwie noch ein bisschen Rückendeckung hat und im Notfall sich in den Seitengang zurückziehen kann oder was in der Richtung. Apropos zurückziehen. Du machst einen Schritt zurück. So müsst ihr jetzt hundertprozentig sicher sein. Wegen 1, 2, 3, 4, 5, 6, Blipsprung, 7 und kein Punkt mehr zum Angreifen. Ja, okay. Du musst gut würfeln. Ihr werdet die auf jeden Fall töten. Selbst wenn ihr eine Ladehemmung habt, kann immer noch der andere schießen. Und selbst wenn der auch noch eine Ladehemmung haben sollte, haben wir einen Command-Punkt zum Enthemmen der Ladung. Alle fertig? Alle Punkte verbraucht? Alle bis auf beim Clown-Terminator alle Punkte verbraucht. Jo, in Turn. Daumen drücken. Komm. Ja. Nächster. Death demands vengeance. Jo, im Defense-Modus sind die echt schick. Ich darf sie bloß niemals nie angreifen lassen. Und sofort laden. Worauf schießt du? Er war schon tot. Das war's. Oh, sehr schön. Und 6 CP. Sehr, sehr schön. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, Blipsprung 7 könnte noch angreifen. Also machst du mal einen Schritt zurück. Warte. Du willst angegriffen werden, damit du töten kannst. Du bleibst hier stehen. Prepare yourself, brothers. So, du brennst nochmal zu dem Blip da hinten. Der stirbt jetzt hoffentlich. Blip dies, sehr gut. Und ziehst hier noch ein Feld zurück. So. Du läufst da lang. Da oben ist ein Blip, aber da ist eine verschlossene Tür. Da ist eine verschlossene Tür. Die sind auch alle verschlossen. Ja. Schritt für Schritt. Du gehst da rein. Du gehst hinterher. Du gehst hier rum. Der Gang hier ist sicher, weil der Gang hier sicher ist, wenn er sich umdreht und die Türen aufmacht, okay? Das heißt, er kann auch einfach hinterherlaufen. Einzige Schwachstelle. Er könnte in dem einen Angriff, den der Blip machen kann, fallen. Und das war's. Jo. Wir haben 6 Punkte noch über, fällt mir gerade auf. Die sollten wir benutzen. Es wäre schade, das zu verschwenden. Du dreh dich mal da. Und öffne mal ein paar Türen. So. Nächste Runde werden die Jungs hier wahrscheinlich hier einbunkern müssen, in Overwatch gehen, warten, bis ein Blip die Tür aufmacht, den Blip töten und dann erst weitergehen. Das wäre zu gefährlich, hier einfach rumzumarschieren, während die Blips spawnen und die Türen zu sind. Wodurch man nicht sehen kann, wie viele Blips sind. Wie viele Genestealer sind. Jetzt aber fertig, ne? Jo. End Turn, Daumen drücken für ihn hier unten. Multiple targets acquired. Es ist nur einer. Das ist nicht multiple. Oh, und er konnte auch nicht angreifen, okay. Hostile targets ahead. Auch nur einer. 6 CP. Sehr schön. Du schießt mal die Tür da kaputt.
ich jetzt nochmal richtig? Bulkhead is open. Mhm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sie müssen genau da stehen bleiben, wo sie sind. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Blipsprung. Sechs, Angriff ein. Okay, der könnte ihn hier einmal angreifen. Also geht der hier in Overwatch. Was ärgerlich ist, weil wir uns dann auf diesem ganzen Pfad hier nicht vorwärts bewegen können. My aim is true. Aber okay. Force Barrier. Blockiert ein Feld für eine Runde. Kostet nur zwei Psi. Das ist richtig mächtig, fällt mir gerade auf. Muss er dafür in Sichtweite sein? Aber nee, wenn wir jetzt ein, zwei Punkte überlassen für Ladehemmung, dann wird er auf jeden Fall alles töten, was er lang kann. Und nur dieser Blip hier und davon auch nur ein einziger Genestealer hat überhaupt die Chance, wenn überhaupt, ihn einmal anzugreifen. Also ja, das passt. Der hier hält einfach die Füße still. Der hier kann jetzt doch einfach vormarschieren, weil der Blip hier lang gehen wollte und nicht hier lang. Also dahin. Du dahin. Du. Tür auf. So, Flammenwerfer macht nix. Sergeant. Sollte in Overwatch gehen. The enemy will fall before me. Das heißt. 6 Punkte über. Das heißt, die könnten hier hingehen, sich in eine Richtung drehen, in Overwatch gehen, aber dann kommt 1, 2, 3, 4, 5. Der kommt auch nicht ran. Ja, ich glaube, ich benutze die Punkte, um mit den beiden mal ein bisschen vorwärts zu laufen. Dann können die sich das Artefakt schnappen und dann passt das. Also einer schnappt das Artefakt, der andere deckt den Rückweg. So, soweit alles okay, bis auf hier. Du gehst in Garten. Du drehst dich nach da und gehst in Overwatch für den Fall, dass der Klau-Terminator stirbt und der hier weiter vorrückt, was ziemlich unwahrscheinlich ist, aber hey, Schaden tut's nicht. Dann haben wir 3 Punkte noch über für Ladehemmung, wobei nur er schießen wird, aber. Ja, doch, vielleicht oft genug. Okay. Liberius hat noch Punkte über, ist okay. Flamme hat Punkte über, ist okay. Du kannst ruhig da stehen bleiben. Jo, fertig. Einziges, was passieren kann, ist unten beim Nahkämpfer. Unentschieden. Das stand unentschieden. Was? Und es ist doch reingetreten, was ich dachte. Menno, ich werde das niemals schaffen, die Mission zu vollbringen, ohne dass einer stirbt. Jedenfalls in den nächsten paar Folgen. Danach kann ich nochmal von ganz vorne anfangen. In der ersten Mission müsste es ja einigermaßen machbar sein, mit allen durchzukommen. Es war sehr gut, dass ich 3 CP überbehalten habe. Sehr, sehr gut. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt einen ab... 3 ist okay. Wir müssen jetzt einen von denen hier absetzen, dass er durchgehend den Gang deckt. Das kann ruhig auch er hier sein. Geh mal 2 vor. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, kommt keiner in einer Runde ran. So, du bist in Overwatch. Du. Quatsch. Death demands vengeance. Und Overwatch. So, was sagt die Übersichtskarte? Die Übersichtskarte sagt, du tötest ihn, du flambierst den, du rückst weiter vor.
Du bist schon im Overwatch. Du flambierst den. Blip stirbt? Fragezeichen? Auch so Zeichen. Mhm. Du. Die Tür da hinten ist zu. Da ist gar keine Tür. Nö, du kannst eigentlich auch hier stehen bleiben. Am besten in dem Gang. Und einfach das hier abdecken. So. Das war Nummer 1. Du gehst dahin. Und du benutzt mal ein paar Command Points. Du gehst so. Du gehst so in Overwatch, weil da unten sind 3 Eintrittspunkte, wenn ich es richtig gesehen habe, genau. So. Das heißt, er hier könnte versuchen, ihn anzugreifen und im Geschosshagel sterben, oder könnte versuchen, ihn anzugreifen und auch im Geschosshagel sterben, weil wir genug Punkte haben für Ladehemmung. Er bringt ihn um. Hier ist gar kein Gegner mehr. Und warum genau bist du da in Overwatch gegangen? Okay. Ja, Endturn. Weapon malfunction. Erster Command-Punkt. The machine spirits have answered my prayer. So, müssen jetzt alle gewesen sein, die angreifen könnten. Ein neuer Blip hier unten. Und das war's. Nur ein Blip? Auf der ganzen Karte? Sauber. Okay. Du bleibst da hinten. Du kannst eigentlich auch hier stehen bleiben. Du gehst einen Schritt vor. Gehst in Overwatch. Du holst dir das Ding. Nicht kaputt treten. So, du hast den Gral. Der muss richtig lange hier gesessen haben. Weil es gibt Geschichten von Space Marines, die einfach mal so mehrere hundert Jahre da gesessen haben. In ihrem Komaschlaf. Und dann aufgewacht sind. Das heißt, bis du ein Space Marine verwehst, muss das echt eine ganze Ecke dauern. Aber gut. Du bist Overwatch nach unten. Du kannst dich schon mal langsam zurückziehen eigentlich. Securing position. Du ziehst dich vorwärts zurück. Nein, nicht so. Du solltest dahin gehen und dann da in Overwatch. So. Also du da, du da. Du kannst doch einfach weggehen. Ich glaube, ich gehe mit ihm einfach weg. Weil falls unten Blip spawnen sollte, dauert es eh eine ganze Weile, bis er hier lang läuft. Und der kann er sich einmal umdrehen und wegtackern. Und er geht einfach auch. So, du benutzt alle Command Points, die wir haben. Denn wir brauchen einen vielleicht für eine Ladehemmung hier unten. Und selbst die bräuchten wir nicht wirklich, weil die kommen nicht in einer Runde an irgendjemanden ran. Also gut, lass mal einen Punkt über. So. Jetzt müssten wir durch sein. Du hast keine Punkte mehr, du hast keine Punkte mehr. Keiner hat Punkte mehr. Okay. Endturn. Oh, mein Blip. Genau da, wo ich den. Das sah gerade bedrohlich aus. So hinterm Rücken vom Terminal, da konnte man einen Schatten von dem Blip sehen. Das war. Das war's? Okay, ein Punkt ist zu wenig. So, 5 ist besser. Genau, du rückst vor, gehst in Overwatch, um den Blip da zu erlegen. Flying secured. Der Flammenwerfer geht einfach Richtung zu Hause. Du gehst auch einfach vor, weil da unten keine Gegner sind. Weil allgemein nirgendwo mehr Gegner sind, außer oben. Du dahin. Du könntest den Blip einsperren. Ich weiß noch nicht, wie viel das bringen soll. Dreh dich mal um. Guck
gucken, ob du den da sehen kannst. Multiple targets acquired. Fall by my hand.